Ja, und willkommen zurück. Ich habe mir gerade mal die Videos von ihm angesehen und habe gemerkt, irgendwie klingt der Ton total scheiße. Ich hatte vorher ein paar Veränderungen vorgenommen, die sich aber tatsächlich jetzt erst bemerkbar gemacht haben. Davor lief das noch alles einwandfrei. Tut mir wirklich leid. Wird nicht mehr vorkommen. Ich denke, dass er jetzt wieder normal ist. Ich habe es davor mal mit meinem Aufnahmeprogramm, also mit einem sozusagen Sprachausgabe, beziehungsweise, mit so einem Rekorder halt aufgenommen und habe geguckt, wie das ist, und da hörte sie sich eigentlich normal an. Tja, wenn es jetzt nicht der Fall ist, dann tut es mir auch leid, aber ich denke mal, es wird wieder gehen. Wenn nicht, wie gesagt, verzeiht es mir bitte. So, ich hole mal nochmal mein Vieh raus, mein Geiles. Der im Übrigen, das wollte ich jetzt schon die ganze Zeit sagen, der ist von Quenia. Vielen Dank an Quenia erneut für diesen wirklich wunderschönen, teuren, extrem seltenen Vogel, für den man Stunde über Stunde farmen gehen muss. Der hat eine Drop-Chance, lass mich nicht lügen, ich glaube 0,01 kann das sein. Ungefähr wie die Drachen. Obwohl die haben, glaube ich, sogar 0,02. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall muss man Stunde über Stunde über Stunde farmen, damit man den kriegt. Oder gute 7.000 bis 10.000 Gold bezahlen. Was immer du davon auch getan hast. Dankeschön. Und bitte tu es nie wieder für mich. Also, ich bin dir total dankbar, aber bitte tu das nie wieder für mich. Das ist nicht nötig. Auch an alle anderen. Es ist nicht nötig, dass ihr mir was schickt. Ich finde das total fett und freundlich und weiß ich nicht alles, aber wie gesagt, ein Brief zum Ansporn reicht völlig. Und da bin ich auch happy. oh Gott. Ja, wir werden jetzt Rotkiefernplünderer töten. Wie könnten sie es wagen? Oh, lachende Hyänen. Oh, ich will mal ein bisschen mehr. Kommt. Klar, die haben solche Waffen und weiß ich nicht alles, aber gegen diese Nasen kommen sie dann doch nicht an. So. Ich bin ein Paladin, ich will mal was zu tun haben. So positioniert man sich im Wüst am besten auch. Natürlich nicht unbedingt rückwärts laufen, die Mobs sind. Immer vor einem. Und dann geht das wunderbar. Ja, als Tank leveln ist mittlerweile das Geldste, was man machen kann, finde ich zumindest. Als Didi geht es natürlich schneller, aber du kannst als Tank natürlich, wie eben gemacht, ich kann auch 5 bis 6 Mobs ohne große Probleme tanken. Ist überhaupt kein Problem. Ist natürlich bei Sammelsachen sehr, sehr geil. Ich weiß noch, dass ich damals, da gab es, glaube ich, auch noch kein Dual-Spec. Zu Anfang von Burning Crusade-Zeiten habe ich mir einen Netherdrachen gefarmt. Wieso gehe ich jetzt eigentlich auf das Vieh? Egal. Da habe ich mir einen Netherdrachen gefarmt und das war recht Horror-like, weil ich auf Tank gespeckt bin, beziehungsweise immer war als Paladin und vom Didi überhaupt keine Ahnung hatte. Das war auch der erste Paladin, den ich machen wollte, und da wollte ich mich quasi einfach nur aufs Tanken konzentrieren und wollte und hatte auch gar keinen Bock und Geld ständig umzuswitchen. Und auch wenn es die ersten Male natürlich günstig ist, 1 Gold, 10 Gold, was weiß ich, irgendwann wird es dann aber 100 und das ist damals halt 100 Gold, das macht mir jetzt in 5 Minuten weniger. Naja. Und damals war das eben nicht so und da habe ich mir doch ziemlich einen abgebastet und die Tanks, die waren, beziehungsweise die Paladine, sag ich es mal so, der Krieger, der war da noch sehr viel besser eingestellt, aber der Paladin, der hatte wirklich extreme Probleme, irgendwelchen Schaden zu machen, was natürlich echt nervig war. Denn du bist zwar nicht umgefallen, aber deine Gegner auch nicht. Das war wie so ein Saftkonduell. Härtner, 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 Härtner. Also beide Parteien stehen dann da und prügeln auf sich ein, aber passieren tut eigentlich nicht viel. Das ist, okay, das ist natürlich sehr, sehr krass gewesen. Mittlerweile, hast du ja auch nebenbei hier das Wort der Herrlichkeit, was beim Quest natürlich auch saumäßig genial ist. Denn durch diese ganze Prügelei, die wir hier machen, füllt sich hier unsere heilige Leiste auf.
Und jedes Mal, wenn ich drei von diesen Sachen habe, kann ich das eben als Spontanzauber machen. Könnte das sofort wieder machen, wenn die Leiste denn voll wäre. Was aber, wie gesagt, bei Gruppen unsagbar schnell geht. Also rein theoretisch ist ein Paladin fast unsterblich, wenn er sich nicht völlig blöd anstellt. Und zum Beispiel in einen, wie heißen sie, Fledermausführer, wollte ich schon hier sagen, diese Dinger reinrennt, wie ich das vorhin gemacht habe. Das sollte man dann nicht machen. Ansonsten ist es aber fast unmöglich. Oi. Erkundet das Versteck. Okay. Machen wir. Wir sollen hier Holmes spielen und was erkunden. Aua. Oh, zum Thema Sherlock Holmes. Das muss ich auch mal weiterspielen. Das Problem ist, ich habe gedacht, okay, wenn ich mehrere Sachen anfange, dann habe ich immer an irgendeiner Sache Spaß. Leider war das ein Irrtum. Es gibt einfach so Tage, da habe ich überhaupt keinen Bock, irgendetwas zu spielen. Und ja, das ist halt dumm, dass ich das jetzt angefangen habe. Aber ich werde mal versuchen, vielleicht wenn ich, die erste Aprilwoche bin ich in Hamm. Oh, immer wenn ich einen Ork sehe, habe ich sofort Bremsen. Ich habe immer Schiss, irgendwo reinzurennen. Die erste Woche, die ich in Hamburg bin, werde ich vielleicht mal Vampire Story mitschleppen. Und das bei LTF weiterspielen, wenn er es denn erlaubt, sozusagen. Das letzte Mal, als ich da war, hat er fast nur vom PC gesessen, was ja auch nicht das Problem war. Ich habe ja gesagt, das ist okay. Und ich habe halt mein Ding durchgezogen. Dieses Mal könnte man es halt so... Ich habe irgendwie... Das Ding ist, ich bin ein Mensch, der spielt lieber, doof gesagt, mit Publikum. Also mit Leuten, die dabei sind. Oh, okay. Gerne. Die ewige Sonne wird uns leiten. Steig mal vom Pferd ab, Mädel. Das ist voll unhöflich. Ja. Und dann werden wir mal gucken, dass wir die Zeit aufteilen. Und da hätte ich auch viel mehr... Also ich hätte sehr viel mehr Spaß, wenn er dann quasi miträtselt. Oder mitkommentiert oder was auch immer. Würde mich schon freuen. Nehme ich mein Headset mal mit, dann können wir das mal zusammen machen. Wenn sich das denn so... hinbiegen lässt. Ja, ich will einen Ork besiegen. Nicht, weil ich Orks hasse. Im Gegenteil, ich liebe Orks. Guckt euch das mal an. Macht der mir überhaupt Schaden? Irgendwie sehe ich da nur eine Krümelanzeige schwinden. Das Problem ist, ich werde irgendwann, ich würde mal sagen, spätestens zu Burning Crusade, werde ich Probleme kriegen mit meinem Equipment, weil ich keine Platte anhabe, sondern nur schwere Rüstung. Und das auch ohne Parierwertung, was natürlich extrem ist. Also werde ich mir ab Burning Crusade, wie gesagt, spätestens Sachen holen, die eben auf Tank ausgelegt sind, Platte. Die aber auch nur in Instanzen anziehen, damit mich nicht irgendein blödes Mob umbläst. Gut, ich bin natürlich auch in Burning Crusade noch relativ überpowered mit dem ganzen Kram. Denke ich mir mal zumindest. Denn die Charaktere sind ja sehr viel stärker gemacht worden. Okay, das war ein Fieser, dieser Butler. Achso, ist schon. Kann ich nicht gegen mehrere antreten? Ja, und den Rest der Zeit werde ich dann quasi hier mit rumlaufen, also mit diesem hässlichen Equip. Tut mir wirklich leid, dass es so schweinehässlich ist. Ich verstehe auch nicht, warum sie das gemacht haben. Naja. Ja, Burning Crusade. Da möchte ich mir auch auf jeden Fall noch so ein paar Sachen holen, dass ich aber natürlich jetzt nicht unbedingt... Wow, das war ein schneller Ersatz. Die ich nicht unbedingt in der Aufnahme machen werde, aber ich bin ja ein totaler Fan. Ich weiß nicht genau, welches Set es ist. Tier 1, kann das sein? Ich weiß nicht, Tier 1 oder 2 vom Paladin. Diese Robe mit dieser totalen Sadomaso-Maske dazu. Die finde ich sehr, sehr, sehr schick und die hätte ich verdammt sau gerne. Und ich denke mal, ich werde mir diesen ganzen Kram in den Instanzen auch nochmal zusammen farmen. Mittlerweile ist es ja so, dass man die locker als 85er auch vorher schon alleine durchrockt, also vor Kataklysmen. Aber bislang habe ich das einfach nie gemacht, keine Ahnung. Bin da nicht so auf die Idee gekommen mittlerweile. Ich habe letztlich die Robe erst wieder gesehen und habe gedacht, Mann, die wollte ich immer schon mal haben. Tut hier nichts zur Sache, ist theoretisch... Oh nein. Ich hasse Spinnen, ich geht's.
Warum müssen es immer Spinnen sein? Ich hasse Spinnen, oh mein Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Ist das übel. Ja, so ähnlich würde es mir auch gehen. So, jetzt packen wir mal den Papagei eine Weile weg und nehmen mal den hier. Oder wisst ihr was? Ja, die hab ich ja beide schon gezeigt. Ich will auch mal so ein paar andere. Ich habe... Baumfrosch. Ich habe... den blauen habe ich mir noch nie gekauft. Die Motten mag ich. Die sind auch... Ui. Die kenne ich auch noch nicht. Die ist hübsch. Ja, ich habe mir letztlich ein Lamm geholt. Und ein paar Raptörchen. Oh, ich finde die so süß, die Raptoren. Die sind alle so niedlich. Ja, ich weiß. Hör auf mit dem Ding an rumzuspielen und geh weiter. Okay, okay, okay. Ich will ja auch ein paar andere Pets ehren. Ich will ja nicht nur die ganz teuren. Ich liebe... ich liebe die genauso. Die ist echt schön. Bislang habe ich mir immer nur diese... die roten nach drüben gecheatet, sag ich jetzt einfach mal. Haha. Ja, gleich doppelt vergisst jetzt wunderbar. Jetzt. Das läuft immer noch auf. Das ist eklig. Igitt. Warum ist nicht... Igitt. Bloß weg. Ja, ich schließe mich an. Warte, das ging irgendwie. Angst? Oder 4 war es, glaube ich, ne? Igitt, Hilfe! Oh mein Gott! Oh wei, oh wei. Ja, damit hätten wir dieses eklige, monströse... Oh, der hat so schöne Farben. Meine Güte, hätte ich gewusst, dass der so schön ist, hätte ich mir den immer geholt. Der ist ja richtig klasse. Ich habe immer dieses Original genommen. Ich nehme meistens die Originalfarben bei irgendwelchen Sachen, aber... Mann, Mann, Mann. Very nice. Braucht ihr etwas? Schönen Tag auch. Ja, schönen Tag auch. Gut, Quests wären hiermit beendet, da oben. Wie sieht es überhaupt mit den Quests aus? Sind die noch... ich finde nie das Questlog. Sie sind schon grün. Die Frage ist, lohnt es sich jetzt, das noch zu machen, aufgrund der Endsequenz, die es dann eventuell gibt? Oder habe ich die jetzt quasi schon mit diesem Ding gemacht? Ich würde mal sagen, die mache ich noch und wenn danach nichts mehr oder ja, nichts Großartiges kommt, gehen wir weiter in die östlichen. Ich habe ja schon wieder ein halbes Level. Also es ist wirklich heftig, wie schnell das geht. Trotz dieses hohen Levels. Hammer. Ich meine, ich finde das gut. Mittlerweile ist es natürlich schon ein beachtliches Level, was man erreichen muss. Bis zum... Endcontent, sage ich jetzt mal, oder wie man das jetzt auch nennen möchte. Bis zur Endphase, bis zum letzten Level halt. Ich bin leider sehr, sehr mies darin, mich spontan auszudrücken. Jöhöi. Formzahn stark. Das wollen wir doch erstmal sehen. Das Schöne am Paladin, er kann einfach wirklich jeden Mist. Der Spruch, dass ein Paladin vieles, alles kann, aber nichts richtig, ist mittlerweile... Erstens mal, das ist der Dudu, der das kann. Der Dudu kann leider sogar noch ein Stück mehr. Ich spreche auf die Hots an, die ich ja wie die Pest hasse. Ich hasse Druiden auf dem Schlachtfeld. Ein Hot, sofort wieder alles voll. Das ist wirklich, wirklich, wirklich nervend. Auch wieder da oben hin. Jetzt muss ich mit 5 Millionen Leuten sprechen, die BIA. Naja. Ja. Der Dudu war das, aber weder Dudu noch Paladin sind, haben mittlerweile noch diesen Stand, wenn man mich fragen würde. Paladine können sehr viel Schaden machen, Paladine können sehr geil tanken, Paladine sind sehr gute Heiler. Vielleicht ist Heiler sogar die beste Form von Paladin, wobei ich mittlerweile, müsste ich mich völlig umgewöhnen. Ich bin das letzte Mal, Norion ist ja mein Heiler, Paladin, ja noch einer,
Warum machst du so viele Paladine? Weil ich sie verdammt gerne spiele. Und damals war es so, dass man ja mit diesem Lichtblitz geheilt hat. Der war sehr, sehr schnell, hat aber nicht ganz so viel geheilt, wie zum Beispiel die große Heilung. Aber das Ding ist, der Lichtblitz, der war eben oft quasi die letzte Rettung in so, beziehungsweise die schnelle Rettung in letzter Sekunde. Und mittlerweile ist das so gedacht, dass der immer noch sagenhaft schnell geht, aber unsagbar viel Mana frisst. Also den kann man jetzt nicht einfach mehr durchspammen wie damals, jetzt muss man das anders machen.